zum Start des zweiten Tages des Bodenseeforums darf ich Ihnen wieder einen Referenten vorstellen, den ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Er hat sich gestern am Abend eindrücklich in Ihre Erinnerung eingebrannt, Professor Jürgen Wecke. Und er wird uns heute zum Start wieder ein bisschen ein provokant formuliertes Thema präsentieren, und zwar vom Sinn und Unsinn altersgemischter Teamarbeit. Bitte, Herr Professor. Ja, danke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ja. Heute ist ja auf unserer gemeinsamen Tagung das Thema Demografie im Mittelpunkt. Und ich verspreche Ihnen, da ich auch heute eine Stunde Zeit habe, werde ich etwas langsamer reden als gestern. Einverstanden? Ja. Der Bürgermeister hatte auch noch ein bisschen Zeit gestohlen und so geht es ja manchmal. Gut, heute haben wir also etwas mehr Zeit und ich möchte einfach zur Sensibilisierung einmal ganz kurz Ihnen und mir klar machen, wie es eigentlich mit dem Alter auf dieser Konferenz ausschaut. Das Thema hat der Herr Mann hat ja schon genannt. Ich habe eine kleine Ampel mitgebracht. Sie sehen dort das Grüne, das wäre also 30 plus. Bitte mal um Handzeichen. Es gibt das Gerücht, dass Frauen Schwierigkeiten hätten, ihr wahres Alter zu offenbaren. Ich glaube da nicht dran. Also einmal kurz die Hand hoch. Wer ist denn 30 plus? Hat noch keine 4 vorne stehen. Ja, das schaut ganz gut aus. Wer ist 40 plus? Da muss ich selbst auch die Hand heben. Ja. Und wer ist 50 plus? Oh je, um die müssen wir uns Sorgen machen. Ne? Okay, also das nur als kleiner Einstieg. Es geht um das Alter, auch um das eigene Alter, das Älterwerden und die vielen Probleme, die damit verknüpft sind, in Organisationen, aber auch in unserer Gesellschaft. Und ich möchte gerne in meinem Vortrag im Wesentlichen 3 Punkte behandeln. Erstens eine kleine Vorbemerkung, mit der ich gerade schon begonnen habe, zum Thema Älterwerden. Was bedeutet das eigentlich für uns als Individuum, als Person, für diejenigen, die gerade aufgezeigt haben und schon die 5 vorne haben. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Dazu ein ganz kurzer Einstieg. Dann kommt der Hauptteil meines Vortrags und deswegen hat mich der Herr Mannhardt, denke ich, auch eingeladen. Es geht darum, dass ich in den letzten 6 Jahren in meinem sehr großen angelegten Forschungsprogramm, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, mich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt habe, wie sollte man denn Teams zusammensetzen mit Blick auf das Alter? Ist es gut, dass Jung und Alte zusammenarbeiten? Wann ist es gut? Ist das vielleicht eher sogar auch schlecht, dass man Jung und Alt in einem Team hat? Viele glauben, da sage ich dann noch ein bisschen mehr dazu im mittleren Teil, dass das doch toll ist, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Einfach deswegen, weil man zum Beispiel damit das Problem des Wissens, der Wissensvermittlung lösen kann. Die Älteren, das werden sicherlich diejenigen, die gerade aufgezeigt haben, die 5 schon vorne stehen haben, sicherlich denken, die haben mehr Erfahrung, auch die Jungen glauben das. Und ein Problem, das mit dem demografischen Wandel verknüpft ist, ist ja, dass die Älteren auf einmal gehen. Und wenn auf einmal die Erfahrungsträger weg sind, will natürlich das Unternehmen, dass die Älteren den Jüngeren rechtzeitig die guten Erfahrungen, die Tricks und Tipps weitergeben. Das wäre doch toll in altersgemischten Teams. Wenn Jung und Alt zusammenarbeiten, funktioniert das sozusagen automatisch. Sie brauchen sich gar nicht darum kümmern, sie brauchen das auch nicht managen, weil die Älteren geben dann ihr Erfahrungswissen an die Jüngeren weiter. Mag man denken. Wir sind, und das darf ich Ihnen dann präsentieren im mittleren Teil, der Auffassung, dass das so nicht ist. Und warum das so ist, will ich Ihnen genauer begründen. Und ich möchte schließen, und das ist, glaube ich, gerade auf einem Forum wie diesem auch sinnvoll und nötig, mit einigen Handlungsempfehlungen. Wir haben ein Training entwickelt, was speziell für altersgemischte Teams entstanden ist, das möchte ich Ihnen vorstellen. Und wir haben relativ brandneu, es wird gerade in Druck sein im Report Psychologie, wir wollen das der Öffentlichkeit aber dort zur Verfügung stellen, ein neues Instrument entwickelt, das die altersgerechte Führung in Unternehmen messbar macht. Dazu habe ich auch ein paar Daten mitgebracht und ich möchte Ihnen zeigen, dass wieder mal ist die Führungskraft gefordert, auch bei uns in unserem Forschungsprogramm, dass es wirklich Sinn macht, Jung und Alt etwas unterschiedlich zu führen. Und was wir darüber wissen in der Psychologie, das möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Und ich würde mich freuen, wenn durch dieses Training und die Ausführungen, die ich zum Schluss Ihnen gebe, Sie das Gefühl haben, ja, das kann man mitnehmen, das könnte man auch mal ausprobieren. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie da gerne auf mich zu. Das ist also der Plan. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit einigen Vorbemerkungen. Die sind hier notwendig, weil das Thema Alter macht uns ja alle betroffen. Wenn man an Älterwerden denkt, mein persönliches Lebensziel ist es zum Beispiel, 2 Jahre älter zu werden als mein Großvater. Mein Großvater ist 94 Jahre alt geworden. Drücken Sie die Daumen, ich habe noch einiges vor mir. Wenn man an Älterwerden denkt, gilt das, was Mark Twain mal gesagt hat. Age is about mind and matter. If you don't mind, it doesn't matter. Wunderbar, oder? Was ist falsch am Älterwerden? Gar nichts.
Ich hoffe, dass Sie auch 94, 95 oder wie alt Sie denn werden wollen, dass Sie das schaffen. Man könnte auch sagen, in unserer modernen Gesellschaft ist das Thema Älterwerden auch gar kein Problem. Warum so ein großer Bohai um dieses Thema? Schauen wir doch mal auf das, was ein kluger Philosoph gesagt hat, der Herr Rückert. Wer in der Jugend sich durch Mühsal musste schlagen, den rührt es im Alter nicht, wenn sich die Jungen plagen. Also was soll daran falsch sein, älter zu werden? Und wenn Sie mal genauer schauen in die Medien, was wir da alles entdecken können, ja, dank Bypass und Biopillen können Sie im hohen Alter auch noch wie dieser junge Herr hier oben, ne, trotz Stock und grauen Haaren halt die tollsten Übungen verbringen. Sie können tanzen gehen, Sie können Ihre Lebenswünsche wahrmachen. Was ist das Problem mit dem Älterwerden? Eigentlich haben wir in unserer modernen Gesellschaft doch nichts zu befürchten, ne? Und hier unten steht, wenn Sie es hinten nicht lesen können, so einfach geht es gratis ins Internet. Also auch die Alten sind ja nicht unbedingt abgehangen. Ja? Von daher, warum sollte man von der individuellen Perspektive sich Gedanken machen? Das Problem ist nicht auf der individuellen Seite. Wir alle wünschen uns, älter zu werden. Und ich glaube, auch in unserer modernen Gesellschaft haben wir viele Gelegenheiten, unsere Träume bis ins hohe Alter auszuleben. Problematisch wird es, wenn man das gesellschaftspolitisch betrachtet. Und das Thema demografischer Wandel ist nun wahrlich kein neues. Ich habe Ihnen als Beleg mal mitgebracht, die Titelzeile der Zeit vom 10.03.1994. Da konnten Sie lesen, Pest, Hunger und Krieg sind glücklich überwunden, nun sind die Alten da. Also das Älterwerden unserer Gesellschaft wird gleichgesetzt mit diesen großen Krisen, ja, die halt Pest und Hunger etc. darstellen. In Unternehmen hat man dann eher solche netten Bonbons wie, wir brauchen frisches Blut, oder auch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hänschen nimmer mehr. Also deswegen auch die über 50-Jährigen, die kann man nicht gebrauchen. Die sollten lieber mal an die Rente denken, als an ihre nächsten Aufgaben. Solche Einstellungen sind leider auch in Deutschland sehr weit verbreitet. Ich habe nicht die Zeit, ich will es an der Stelle nur kurz erwähnen, hier ins Detail zu gehen. Wir haben für Deutschland letztes Jahr eine repräsentative Umfrage der deutschen Erwerbsbevölkerung gemacht und haben dort auch Altersvorurteile erfasst und die Altersdiskriminierung. Leider ist die in Großunternehmen zum Beispiel deutlicher ausgeprägt als in kleinen Unternehmen und Ältere werden massiv diskriminiert. Es gibt auch Diskriminierung gegenüber Jüngeren, aber die gegenüber den Älteren ist stärker ausgeprägt, das hat die Forschung immer gefunden. Das heißt, auch die Altersdiskriminierung ist ein Teil unserer Gesellschaft und gerade in Organisationen weit verbreitet. Und ein kritischer Beobachter, der Dieter Hildebrandt, den Sie vielleicht von Scheibenwischer kennen, hat das meines Erachtens mal gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen. Ja, warum? Und natürlich wissen Sie alle, wenn Sie sich mit dem demografischen Wandel beschäftigt haben, diese Ressentiments sind sicherlich ein Stück weit eben unserer Erziehung geschuldet, aber eben auch der Probleme, die das Älterwerden für die gesamte Politik und vor allen Dingen auch für das Arbeiten in Organisationen mit sich bringt. Ich habe hier die Daten von Deutschland, keine Sorge, Sie kennen diese ganzen Abbildungen. Wir schrumpfen und wir werden älter. Es gibt im Wesentlichen drei Faktoren, die dazu beitragen. Wir haben eine sehr niedrige Geburtenrate von 1,37 bis 1,4 Kinder pro Frau. Und um populationstechnisch stabil zu sein, müssten wir mindestens 2,1 Kinder haben pro Frau. 2,1, weil etwas mehr Jungen geboren werden. Wenn die Damen das jetzt ungerecht finden, ich weiß nicht, woran es liegt, das hat die Natur so eingerichtet. Oder? Aber wir brauchen auf jeden Fall 2,1 Kinder, damit im Prinzip halt die Elterngeneration es schafft, halt eine stabile Population hinzubekommen. Aus verschiedensten Gründen sind die Geburtenraten runtergegangen, wir haben eine steigende Lebenserwartung und auch die Zu- und Abwanderung kann all das nicht ausgleichen. Das kennen Sie, diese Fakten, da will ich Sie nicht mit langweilen. Ich habe mal was mitgebracht, was vielleicht klar macht, warum das Problem dann wirklich auch ein echtes Problem ist. Hier sehen Sie den ältesten Mann Deutschlands, Hermann Dörnemann. Er ist, wenn Sie auf die Geburtsdaten schauen, leider schon verstorben, aber er hält diesen Titel immer noch für sich. Er ist nämlich 111 Jahre alt geworden und verstarb am 2. März 2005. Der Hermann Dörnemann hat als Lebensmotto gehabt, Sport ist Mord. Als Gesundheitspsychologe darf ich Ihnen sagen, das ist lange widerlegt. Also was der Dörnemann, er hat auch nicht gesund gelebt, wie Sie hier sehen können. Ein bisschen Bier am Abend war auch, glaube ich, mit 110 Jahren noch erlaubt. Das mag ja vielleicht noch diskutierbar sein, ein bisschen Alkohol ist okay und kann ja auch hilfreich sein, aber Sport ist auf jeden Fall nicht das, was man vermeiden sollte. Das haben wir gestern schon gehört und das ist richtig. Das Problem ist, er war 44 Jahre Rentner. Er war also länger Rentner, als er überhaupt je gearbeitet hat. Das ist auch ein Rekord, den er hält. Und das Problem ist, wenn alle altern und wenn immer weniger Junge da sind, ist das natürlich eine Riesenbelastung für die Sozialsysteme. Das mag von Land zu Land jetzt ein bisschen unterschiedlich sein. Ich argumentiere hier mit den Gesetzgebungen, die wir in Deutschland haben. Aber es gibt viele Schätzungen, die gerade zeigen, in den Entwicklungsländern ist das sehr, sehr ähnlich, dass auch zwei Erwerbstätige, drei Nicht-Erwerbstätige bald kommen werden. Das heißt, das System bricht zusammen. Die Krankenversicherungen, die Pensionsfonds, all das, das ist nicht mehr finanzierbar. Deswegen hat die Politik ja auch reagiert. Und wir wissen das ja auch.
Man hat entschieden, das ist in Deutschland zum Beispiel so, dass ein früherer Einstieg in das Berufsleben sehr sinnvoll ist. Mit der Umorientierung auf die Bachelor-Master-Studiengänge ist der erste berufsqualifizierende Abschluss zum Beispiel nach 3 Jahren schon möglich. Und Sie haben auch die Verkürzung der Ausbildungszeiten, wo noch ein Jahr gespart werden kann im G8. Und wir haben eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. In Deutschland geht man mit 67 Jahren in Rente. Also ich darf bis zum Alter von 66 Jahren und 10 Monaten arbeiten, haben wir letztens der Staat mitgeteilt. Ich hoffe, wie gesagt, Sie wissen ja, ich will 96 werden, ich kann es also noch ein bisschen länger. Aber das liegt daran, dass ich meinen Job liebe und andere haben natürlich ganz berechtigt den Wunsch, dann halt in Ruhestand zu gehen und haben es halt auch etwas schwieriger an der einen oder anderen Front. Ja, was die Folge ist, und das haben wir wissenschaftlich untersucht und ich bin sofort auch bei dem Thema, was Sie hoffentlich auch sehr interessieren wird, wie das da mit den Jungen und den Alten im Team ausschaut. Die Konsequenz dessen ist, dass die Altersspanne in den Betrieben auch immer größer wird. In einigen Branchen, obwohl die Älteren eher in den Ruhestand gegangen sind, aufgrund der Altersteilzeitregelung, die wir in Deutschland vor kurzem noch hatten, die auch abgeschafft worden ist inzwischen, ist es in der Tat so, dass die Spannen immer größer werden. Das heißt, es gibt noch Nachwuchs, klar, der ist ja nicht ausgestorben, und es gibt die immer älter werdende Belegschaft. Das heißt, die Altersspanne in den Teams wird immer größer. Es ist also eine kontinuierliche Erhöhung der Altersheterogenität. Ich benutze synonym auch das Wort Altersdiversität. Also die Unterschiedlichkeit im Alter ist damit gemeint in Teams, die mehr oder weniger gering sein kann. Zum Beispiel, wenn alle um die 30 rum sind und das nur so ein bisschen streut von 25 bis 35. Da hätten Sie eine altershomogenere Gruppe im Vergleich zu einer Bedingung, wo Sie vielleicht die 3 25-Jährigen haben und 3 60-Jährige. Hier wäre die Altersheterogenität sehr groß. Die Konsequenz des demografischen Wandels ist unter anderem, dass die Altersspanne größer wird in den Belegschaften, in den Abteilungen, in den Teams. Und wir haben uns die Frage gestellt in diesem DFG-Projekt, in dem ich jetzt 6 Jahre arbeiten durfte, ist das eigentlich sinnvoll, dass Jung und Alt so eine große Altersspanne haben? Was wissen wir darüber? Hier bin ich also jetzt mal beim zweiten Teil und da möchte ich Ihnen gerne im Hauptteil meines Vortrags die Befunde, ich kann Ihnen leider auch nur einige ausgewählte Befunde präsentieren, weil wir intensiv geforscht haben und auch viele andere Dinge zu berichten werden, darstellen, indem ich erst einmal beginne, Ihnen die psychologischen Theorien etwas näher zu bringen, die etwas dazu sagen können, ob es gut ist, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Im Wesentlichen ist der Rat, den wir gefunden haben in der Literatur damals, als wir angefangen haben zu forschen, hier auf der Folie zusammengefasst. Es gibt, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist und in den Publikationen, die Sie zur Kenntnis nehmen, wahrhaft eine gewisse Euphorie für altersgemischte Teamarbeit. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen klar gemacht. Man kann sich ja vorstellen und wünschen, dass das gut ist, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Man hat solche Tandems, man hat hier also Mentoring-Prozesse, die man anstoßen kann. Die Alten, die erfahrener sind, sind Mentor für die Jüngeren. Und wenn Sie wissen, dass das hier vorne Mentor ist, dann wissen Sie sicherlich auch, wer der junge Mann hier ist. Wer kennt sich gut in der griechischen Mythologie aus? Gibt es einen Vorschlag? Woher kommt der Name Mentoring eigentlich? Weiß keiner? Doch, bestimmt, Sie trauen sich jetzt nur nicht, ich kenne das. Ne? Also wenn man in so einem Auditorium sitzt, dann sagt man da nicht hinter nicht die Hand. Ne? Aber okay, ich will uns ja nicht aufhalten. Ne? Also Mentoring kommt in der Tat von dem Namen Mentor und Sie sehen hier den Mentor aus der griechischen Mythologie. Mentor war ein Freund von Odysseus. Und als Odysseus entschieden hat, ich muss mal für einige Jahre die Welt erobern und retten, hat er sich Sorgen gemacht um seinen Sohnemann, den Herrn Telemach. Und das ist der andere, den Sie dort sehen können. Und hat seinen Freund Mentor gefragt, kannst du denn, wenn ich weg bin, mal auf den Jungen aufpassen? Da kommt, by the way, der Name Mentoring. Also Mentoring ist natürlich ein Konzept, was durchaus gut ist. Ich hatte gestern Abend noch im Hotel ein interessantes Gespräch mit dem Herrn Wolf von Wolf Vision, wenn ich das richtig zugeordnet habe, der gesagt hat, ja, also Sie haben ganz bewusst Jung und Alte zusammengesetzt in Zweierteams, ja. Die halt eine bestimmte Funktion immer doppelt besetzt haben, dass ein Junger und ein Alter da ist. Ich glaube, in Ihren Unternehmen wird das sicherlich auch mehr oder weniger bewusst eingesetzt und es ist einige Wahrheit daran. Als wir angefangen haben zu forschen, haben wir in der gesamten Literatur gesehen, ja, das ist gut, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Man hat dann immer solche kleinen Diaden im Blick und schaut nicht unbedingt auf die Teams. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn Jung und Alt zusammenarbeiten, dass dann eine intelligentere, effizientere Arbeitsteilung möglich ist. Wenn die Älteren, wie ich zum Beispiel, ich habe ja auch schon bald 49 Jahre eine Brille, Schwierigkeiten bekommen mit dem Sehen und dem Hören und mit der Muskelkraft und anderen Dingen, dann wäre es doch toll, wenn der junge Mitarbeiter einspringen kann und da ein bisschen unterstützen kann. Also man kann sich vorstellen, dass das gut funktioniert. Die psychologische Forschung, und das haben wir halt untersucht in diesem Projekt, ob dieser Rat sinnvoll ist, ist da ein bisschen skeptischer als das, was man gefunden hat in der Literatur zu diesem Zeitpunkt. Wir haben nämlich im Wesentlichen 3 Theorien zum Thema Gruppenzusammensetzung, die durchaus nachdenklich machen mit Blick auf die Frage, ob es gut ist, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Jede dieser Theorien, um das klar vorwegzuschicken, ist gut belegt.
Da gibt es Laborstudien, da gibt es Feldstudien, die zeigen, dass diese Annahmen zutreffen. Die wichtigste Theorie, die zur Gruppenzusammensetzung vielfältige Aussagen treffen kann, ist die Theorie der sozialen Identität, die von Tuschfeld und Turner, und Sie sehen, die ist recht alt, 1986 wurde die formuliert, entwickelt worden ist. Die geht davon aus, dass Menschen dazu neigen, sich auch Gruppen zuzuordnen, sich selbst als Gruppenmitglied zu kategorisieren. Und dieser Prozess geht sozusagen automatisch. In den ersten Studien, wo man diese Theorie entwickelt hat, hat man den Leuten einfach gesagt, du bist Anhänger des Malers Klee und du bist Anhänger des Malers Kandinsky, obwohl das den individuellen Neigungen gar nicht entspricht. Und wenn Sie dann zwei Gruppen bilden, die Klee-Anhänger und die Kandinsky-Anhänger, und Sie bitten, Punkte zu verteilen, die halt mit Belohnungspunkten verknüpft sind, die man gewinnen kann, wenn man an diesem Experiment teilnimmt, dann stellen Sie fest, dass in diesen minimalen Bedingungen, wo die einen sich als Klee und die anderen als Kandinsky-Anhänger wahrnehmen, es dazu kommt, dass die beiden Gruppen sich gegenseitig diskriminieren. Man bevorzugt die eigene Gruppe, die Klee- oder Kandinsky-Anhänger, und versucht das auf Kosten der anderen halt zu machen. Deswegen sagt diese Theorie, und die ist hundertfach bestätigt worden, eine ganz wichtige Theorie in der Sozialpsychologie, dass die Selbstkategorisierung als Mitglied einer Gruppe, in unserem Beispiel jetzt eben die Gruppe der Jungen oder die Gruppe der Älteren, dazu führt, dass man die Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt und die Mitglieder der anderen Gruppe quasi automatisch die der Outgroup benachteiligt. Das würde bedeuten, weil Alter ein sehr sichtbares Merkmal ist, dass wenn Sie Jung und Alt zusammenbringen, dass das zu solchen Selbstkategorisierungsprozessen kommt. Und wenn das passiert, dass dann halt Konflikte im Team auftreten, dass also Diskriminierung stattfindet. Diese Theorie würde also sagen, nein, es ist nicht gut, wenn Sie Jung und Alt zusammenarbeiten. Die Theorie würde eher bestätigen, gleich und gleich gesellt sich gern. Bringen Sie Teams, machen Sie die Teams homogen, dann mögen die sich, dann werden die sich nicht aufgrund des Alters diskriminieren. Eine zweite Theorie, die auch sehr kritisch ist und die vielfach bestätigt worden ist, ist die Ähnlichkeit-Attraktionstheorie von Byrne 1971. Die sagt auch, dass Menschen dazu neigen, sich solchen Gruppen anzuschließen, deren Mitglieder ihnen ähnlich sind. Mit Blick auf Einstellungen, aber auch mit Blick auf das Alter, auf das Geschlecht und so weiter. Deswegen fühlen sich Menschen in eher homogenen Gruppen auch wohler. Man vertraut den anderen mehr, man redet mehr miteinander. Und auch diese Theorie würde sagen, es ist keine gute Idee, dass man Jung und Alt zusammensetzt. Es gibt einen Ansatz in der psychologischen Forschung zum Thema Gruppenarbeit und Gruppenzusammensetzung, der positivere Aussagen trifft und der empfehlen würde, Jung und Alt zusammenarbeiten zu lassen. Und das ist der Ansatz der Informationsverarbeitung in Teams. Ich habe exemplarisch mal eine Arbeit von Herrn Kerschreiter genannt. Sie finden auch hinten hinter in den Folien noch einige Referenzen und Literaturhinweise, wo Sie das gerne mal nachschauen können, wenn Sie das genauer interessiert. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass durch das Alter unterschiedliche Erfahrungshintergründe, unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Lebenserfahrungen verknüpft sind und dass es deswegen gut ist, dass wenn Menschen mit unterschiedlichen Wissensunterschieden zusammenarbeiten, dass dann kognitive Konflikte entstehen, dass man sich um die Frage streitet, wie kann man denn ein bestimmtes Problem gut lösen. Das sind kognitive Konflikte, also Sachkonflikte, die dann entstehen. Und dass wenn Jung und Alt zusammenarbeiten, dass solche Konflikte um die Lösung, die beste Lösung eines Problems, dann auftreten. Und gerade wenn eben Aufgaben es verlangen, dass man innovativ ist, dass man komplexere Aufgaben lösen kann, wo die Lösung nicht sofort auf der Hand liegt, ist es gut, wenn Alt und Jung zusammenarbeiten. Auch diese Theorie ist bestätigt, aber generell muss man sagen, dass psychologisch betrachtet es eigentlich eher so ist, dass mehr dafür spricht, dass man Jung und Alt nicht zusammenarbeiten lassen sollte, weil es zu Konflikten kommt. Wenn Sie in die Empirie schauen, und es gibt seit 2009 eine sehr große Meta-Analyse von Yoshi und Roh, die alle Studien, die weltweit verfügbar sind, zusammengetragen hat, wo man genau geschaut hat, wie ist denn so die Effektstärke, gibt es eher positive, eher negative Auswirkungen, wenn Jung und Alter zusammenarbeiten, also eine hohe Varianz im Team da ist. Hier hat man gefunden, dass diese Skeptiker, die aufgrund der psychologischen Theorienbildung eigentlich in der Mehrheit sind, dass die wohl recht haben. Über alle Studien hinweg, weltweit, und das sind über 100 Studien, die hier zusammengefasst worden sind, wo zum Teil sehr viele Gruppen auch eingegangen sind, findet man, dass es eher negative Effekte gibt. Dieser Effekt ist jetzt nicht sehr groß, aber in Meta-Analysen wird immer das Konfidenzintervall berücksichtigt. Man kann also sagen, er ist statistisch signifikant. Wenn Sie Alt und Jung zusammenarbeiten lassen, das zeigt die weltweit heute verfügbare Forschung an diesem Thema, dann führt das also eher zu negativen Effekten. Das hat damit zu tun, dass diese Dinge hier oben auftreten. Es gibt häufig ein schlechteres Gruppenklima. Häufig stellt man fest, dass die Fluktuationsrate größer ist, wenn Sie junge und alte Teams, wenn Sie Teams so zusammensetzen, sorry, dass Sie jung und alt halt dort deutlich variierend drin haben. In einzelnen Studien hat man allerdings dann eben auch keine negativen Effekte gefunden. Also der Effekt ist jetzt nicht automatisch immer sehr stark ausgeprägt. Aber über alle Studien hinweg muss man eigentlich sagen, wenn Sie nichts tun, wenn Sie einfach jung und alt zusammenbringen, hat das negative Effekte. Das zeigt die empirische Forschung.
Wir haben dann nun gesagt, und das war der Anfang unseres Forschungsprojektes, diese Meta-Analyse gab es da noch nicht, wir sind 2005 angefangen, wir hatten aber einige Übersichtsartikel, die uns auch auf die Spur gebracht haben, dass das gar keine gute Idee ist, was immer empfohlen wird, Jung und Alt zusammenarbeiten zu lassen. Wir wollen hier Fortschritt erzielen. Was heißt das, Fortschritt erzielen, wenn man halt diese Ausgangslage hat? Das heißt, wir müssen die Bedingungen identifizieren, die dazu führen, dass es vielleicht doch mal klappt, dass Jung und Alt zusammenarbeiten. Oder dass eben diese negativen Aspekte verstärkt werden. Wir haben uns deswegen hingesetzt und haben überlegt, ja, warum kommen denn die durchaus zu erwartenden positiven Effekte der Altersheterogenität nicht zum Tragen? Und dafür gibt es mindestens 4 Erklärungen. Die erste ist, und das ist nicht trivial, und ich glaube auch, dass es eine ganz wichtige Erklärung ist, dass es Befunde gibt, die zeigen, Sachkonflikte sind mit emotionalen Konflikten, mit Beziehungskonflikten hoch korreliert, so Punkt 52. Das heißt, es ist vielleicht gut, wenn man sich über die Sache streitet, aber aus dem Streit über die Sache wird ganz schnell ein persönlicher Streit. Und wenn das passiert, das wissen wir aus vielen, vielen Studien, dann hat das negative Effekte. Dann geht das Teamklima runter, die Leute fühlen sich unwohl und wollen nicht mehr gerne arbeiten. Das heißt, es könnte daran liegen, dass diese positiven Effekte von Sachkonflikten etwas überschätzt werden. Und deswegen müsste man vielleicht die Bedingungen auch finden, wann denn diese Sachkonflikte wirklich hilfreich sind und wie man es auch schaffen kann, dass Sachkonflikte nicht automatisch zu Beziehungskonflikten führen. Das müsste man entkoppeln, in altersgemischten Teams insbesondere. Eine andere Erklärung dafür, warum das vielleicht so problematisch ist und eben in der Summe eher negativ ist, dass man die Informationsheterogenität, das unterschiedliche Wissen im Team vielleicht hat. Nur wenn dieses unterschiedliche Wissen bei Jung und Alt da ist, heißt das ja noch nicht, dass es automatisch auch genutzt wird. Es kann da sein, aber das hängt dann vielleicht wieder von anderen Prozessen ab, dass es wirklich gewinnbringend genutzt wird. Und es könnte auch schlichtweg sein, das ist etwas, was wir am Anfang nicht ausgeschlossen haben, dass das Modell der Ähnlichkeit-Attraktionstheorie und auch die Theorie der sozialen Identität einfach mehr zutreffen. Menschen neigen einfach dazu, das Alter ist so ein sichtbares Merkmal, ganz automatisch solche Stereotype gegenüber Jung und Alt zu haben und die werden sehr, sehr einfach aktiviert, wenn man halt zusammenarbeitet im Team. Deswegen könnten diese Prozesse, die ihr problematische Auswirkungen der Altersheterogenität beschreiben, durchaus kräftiger sein als die positiven Effekte der Informationsverarbeitungstheorie. Wir haben ein Modell gemacht und das möchte ich Ihnen kurz erläutern, wo wir gesagt haben, die bisherige Forschung hat meistens das gemacht. Die hat geguckt, wie ist die Zusammensetzung vom Team hier vorne, hat irgendein Maß für die Altersheterogenität erfasst in Studien und hat dann geguckt, was heißt das denn für die Gruppeneffektivität? Also zum Beispiel Leistungsmaße, aber auch Gesundheitsmaße, andere Dinge, Arbeitsmotivation wurde erfasst, Arbeitszufriedenheit, eine breite Definition von Gruppeneffektivität. Das war das ursprüngliche Forschungsmodell, was wir vorgefunden haben. Wir haben gesagt, nein, wenn wir Fortschritt erzielen wollen und auch diese Fragen klären wollen, müssen wir ein komplexeres Modell haben. Und wir haben uns dieses Modell ausgedacht, was wir in den Studien auch, die ich Ihnen gleich zeigen werde, mit exemplarischen Beispielen überprüft haben. Wir haben gesagt, aufgrund der Theorie der sozialen Identität, die ich Ihnen gerade etwas näher gebracht habe, ist es absolut wichtig, ob die Salienz, also die gedankliche Auffälligkeit, die Selbstdefinition der Person im Team, ob die hoch ausgeprägt ist, also mit anderen Worten, dass Alter ein Thema ist, dass Jung und Alte sich als Jung und Alt definieren und wahrnehmen und sagen, hey, da sind die Jungen, da sind die Alten, da klappt was nicht. Wenn das der Fall ist, dann sind nämlich die Aussagen der sozialen Identitätstheorie relevant und es wird zu starken emotionalen Konflikten in Teams kommen und das hat immer negative Effekte auf die Auswirkungen. Wenn es aber so ist, aus welchen Gründen auch immer, da werde ich Ihnen später noch was dazu sagen, dass dieser Jens gering ist, die haben Jung und Alt im Team, aber für die ist das gar kein Thema, die reden gar nicht darüber, dann sollte das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese Selbstkategorisierungsprozesse und Diskriminierungsprozesse nicht angestoßen werden, dann sollten eher die kognitiven Konflikte wirksam werden, die ja positive Effekte haben. Das haben wir eingebaut in unser Modell. Wir haben dann gesagt, okay, selbst wenn es Konflikte gibt zwischen Jung und Alt, was man ja auch immer nie vermeiden kann, das glaube ich schon, ja, kann es ja Bedingungen geben, die schaffen, das abzupuffern. Und wir haben in die Forschung geschaut und haben also 2 Bedingungen gefunden. Zum einen haben wir das Teamklima erfasst. Michael West hat da sehr viel zu gemacht und konnte zeigen auch, dass man mit einigen Items sehr gut das Teamklima messen kann. Und wir haben gesagt, wenn das Klima im Team gut ist, dann kann man mit Konflikten besser umgehen, vertrauensvoller umgehen. Das könnte das abpuffern, ja, dass die Jungen und Alten dann gut zusammenarbeiten. Und wir haben ein neues Konstrukt entwickelt in diesem Projekt, was wir auch messbar gemacht haben. Da geht es um ein Einstellungsmaß, nämlich die Wertschätzung der Heterogenität. Es gibt Menschen, die finden das gut, dass Jung und Alt zusammenarbeiten. Die erhoffen sich was davon. Ja? Vielleicht, weil sie in einem Familienbetrieb groß geworden sind oder weil sie in Teams gearbeitet haben, wo das immer gut geklappt hat. Es gibt andere Menschen, die haben von vornherein schon die Auffassung, das kann nicht gut gehen.
Wir haben dieses Konstrukt Wertschätzung von Altersheterogenität genannt, haben 6 Items entwickelt, mit denen wir das immer gemessen haben in den Studien und haben gesagt, theoretisch müsste man erwarten, wenn die Einstellung der Teammitglieder, aller Teammitglieder so ist, dass die sagen, ja, wir erwarten eigentlich, dass das gut funktioniert, müsste das auch abpuffern, dass diese emotionalen Konflikte nicht zum Tragen kommen. Wenn das so wäre, könnte man natürlich Personen dann für altersgemischte Teamarbeit aussuchen, die dann diese Einstellung auch haben. Das wäre die praktische Konsequenz daraus. Und wir haben letztens gesagt, dann sehen Sie das Modell komplett, es kommt auch auf die Aufgabenanforderungen an. Die als theoretisch gut gedachten Sachkonflikte in Teams, die lohnen sich ja nur dann, wenn sie Aufgaben haben, die halt das Finden von neuen Problemlösungen oder eben im Sinne von komplexen Aufgabenstrukturen das Austauschen von Wissen, das Sammeln von unterschiedlichen Perspektiven erfordern. Bei Routineaufgaben sollte sich hingegen das gar nicht lohnen. Warum sollte man da Sachkonflikte haben? Wenn Sie an Bandarbeiter denken, an Personen, die einfach vom technischen System her vorbestimmt das machen, warum sollte man da altersgemischte Teams haben im Sinne der Informationsverarbeitungsansätze? Da ist kein Problem zu lösen. Wir haben also gesagt, wir müssen eben auch die Aufgabenanforderungen ernst nehmen in der Forschung und haben uns deswegen bemüht, das auch messbar zu machen. Ja, das ist das Modell. Die Kurzfassung des Vortrags ist, stimmt. Ich könnte aufhören jetzt, Herr Mannert, soll ich? Da sagte einer, wer war das? Ja, bitte, Sie waren das, okay. Das ist ein Modell, was klar macht, unter welchen Bedingungen Alt und Jung zusammenarbeiten können. Was das jetzt praktisch heißt, habe ich versucht, schon so ein bisschen nahezulegen, aber ich möchte dennoch weitermachen, Sie waren auch eine Minorität, will ich festhalten, gut, und möchte Ihnen versuchen, warum ich der Auffassung bin, dass das stimmt. Wir haben eine Reihe von Studien gemacht und die habe ich hier zusammengefasst. Es steht noch gar nicht alles drauf. Diese repräsentative Befragung der deutschen Erwerbsbevölkerung habe ich hier noch nicht ergänzt, einfach weil die Zeit zu knapp ist, das alles hier zusammenzufassen. Wir haben Längsschnittstudien gemacht. Wir haben vor allen Dingen in der Versorgungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und haben auch dort in der Finanzverwaltung insgesamt 155 Gruppen untersucht mit über 722 Personen. Wir haben ältere Datensätze, da zeige ich gleich nochmal einen Befund, auch reanalysiert, die wir schon hatten zur Alterszusammensetzung in der Finanzverwaltung von NRW in über 111 Finanzämtern. Wir haben auch private Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland untersucht. Sie sehen hier, das waren Niederlassungen eines großen Finanzdienstleistungsunternehmens, 2337 Personen in 245 natürlichen Arbeitsgruppen und wir haben Versorgungsämter dort gehabt. Was wir gemacht haben, wir haben dort jährlich Daten erhoben und haben also versucht, mit all den möglichen statistischen Tricks, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, keine Sorge, genau nachweisen zu können, was denn die Ursache von wem ist. Das ist nicht überall gelungen, wir haben zum Teil auch nur Querschnittsdaten, aber wir haben breit gesammelt und was wir gefunden haben, möchte ich Ihnen jetzt in ausgewählten Ergebnissen darstellen. Erstes Ergebnis, das ist im Journal of Applied Psychology publiziert, mit älteren Daten aus der Finanzverwaltung. Dort haben wir die moderierende Rolle von Aufgabenkomplexität untersucht. Wir hatten eine Stichprobe von 111 Finanzämtern, Sie sehen 2066 Mitarbeiter, die ihr komplexe Sachbearbeitung gemacht haben und 2531 Mitarbeiter, die Routineaufgaben gemacht haben in den Finanzämtern. Ich weiß nicht, ob Finanzbeamte hier sind, das sind die 2000er und 5000er Veranlagung bei uns in Deutschland, ne? Das am Rande erwähnt. Ja, hier haben wir gefunden, dass die Altersheterogenität positiv mit der Leistung korreliert, das waren die objektiven Bearbeitungszeiten, wie lange es gedauert hat, wie Ihr Antrag mit Blick auf die Einkommensteuererklärung bearbeitet worden ist. Wenn Sie komplexe Aufgaben hatten, waren altersheterogene Teams besser. Sie wundern sich jetzt hier vielleicht, weil es eine negative Korrelation ist von minus 23, aber das liegt einfach daran, weil kürzere Bearbeitungszeit ist eine bessere Leistung. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, die kontrollen sich mit Blick auf die Durchgangszeit. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Maß. Bei Routineaufgaben ist der Zusammenhang null und wir haben das nochmal ein Jahr später angeschaut. Sie sehen hier, wenn man längsschnittlich das Ganze betrachtet, sind die Effekte immer noch, glaube ich, stark minus 22 und hier bei den Routineaufgaben sogar positiv und signifikant. Also hier geht es nach hinten los. Genau das, was wir vorher sagen würden. Bei einfachen Aufgaben ist es nicht gut, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten. Bei komplexen Aufgaben hat sich das bestätigt. Ja? Gibt es positive Effekte auf die Leistung. Und nicht nur auf die Leistung. Wir haben auch die Gesundheitsbeschwerden, das ist jetzt, entschuldigen Sie, eine englische Folie, ist auch eine englische Publikation, deswegen habe ich die einfach so mal gelassen. Wir haben auch die Leistungen, die Gesundheitsbeschwerden erfasst. Wir haben eine Liste von 13 Beschwerden, dass man nicht gut schlafen kann, dass man Nackenbeschwerden hat, so typische Dinge für Verwaltungsarbeit vorgegeben, haben die Gesundheit erfasst, anonym dort und haben festgestellt, die beiden Zahlen sind hier relevant. Bei Routineaufgaben, wenn Sie die Altersvarianz berechnen, haben Sie eine positive Korrelation mit den Gesundheitsbeschwerden. Das heißt, bei Routineaufgaben in der Sachbearbeitung sind altersheterogene Teams nicht nur schlechter in der Leistung, die Leute sind auch kränker. Bei komplexen Aufgabenanforderungen ist dieser Zusammenhang weg. Er ist nicht null, aber er ist nicht mehr signifikant.
Das heißt, und ich finde dieses Resultat eigentlich fantastisch, weil das genau das bestätigt, was der Udich Ihnen auch gestern gesagt hat, die Arbeitsgestaltung, dass man komplexere Sachbearbeitung hat, dass man Aufgaben hat, die auch Autonomie, die Handlungsspielräume mit beinhalten, wo eben Jung und Alt vielleicht auch mal wirklich sich Zeit nehmen können, miteinander zu reden, Erfahrungsaustausch nötig ist für die Aufgabenbearbeitung. Da haben Sie nicht nur bessere Leistungen, sondern Sie sehen auch hier, dass die Arbeitsgestaltung in Richtung auf komplexere Arbeitsanforderungen auch dazu führt, dass altersgemischte Teams gesünder sind. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, naja, warum, wer ist denn da gesünder? Sind es die Jungen? Sind es die Alten? Wir haben das untersucht mit Blick auf die Altersmittelwertsunterschiede. Es profitieren beide davon. Es profitieren nicht nur die Älteren davon in diesen Teams, ja, wenn man komplexere Aufgabenanforderungen hat. Sie sehen also, dieser Teil des Modells mit der Aufgabenkomplexität, den konnten wir gut nachweisen. In den Finanzämtern, das haben wir dann danach gemacht, im aktuellen Projekt, haben wir dann halt eine kleinere Stichprobe gehabt. Das waren 722 Mitarbeiter in 157 Gruppen, die wir im Längsschnitt untersucht haben. Der Anteil der Frauen ist hier recht hoch, 65%. Kernaufgabe ist natürlich eben die Einkommensteuerveranlagung. Hier haben wir dann all diese Modellvariablen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Wertschätzung von Altersdiversität, das Teamklima, die Salienz von Altersunterschieden messbar gemacht. Und wie Psychologen das so machen, haben die halt eine gewisse Anzahl von Befragungs-Items, die sie dann nehmen. Sie sehen ja die Anzahl der Items, das ist nicht sehr groß. Wir haben dann die Reliabilität, also die Messgenauigkeit überprüft und die Werte sind alle ganz gut, sehr gut sogar. Und haben dann auf der Seite der Outcome-Variablen hier in dieser Studie die Innovation, zum Teil auch eingeschätzt vom Vorgesetzten, die Identifikation mit der Gruppe, die Arbeitszufriedenheit. Und gestern hatten wir einen Workshop, den Jürgen Glaser ja moderiert hat, zum Thema Burnout. Wir haben die emotionale Erschöpfung dieses Burnout-Syndroms erfasst als Outcome-Variable. Was haben wir gefunden? Wir haben gefunden, dass unser Modell stimmt. Ich werde jetzt ein bisschen redundant, aber Sie wissen dadurch. Der eine hat ja gesagt, er will es nicht, aber ich habe mich da durchgesetzt. Hier sehen Sie, das Modell stimmt erneut. Und zwar haben wir die objektiven Altersunterschiede. Das sind jetzt nicht irgendwie subjektive Angaben, wie alt bin ich und es ist davon abhängig, wer da beantwortet hat im Fragebogen, sondern aus der Verwaltung haben wir die Altersheterogenitätsdaten der Teams uns geholt und wir haben die Salienz, also die gedankliche Auffälligkeit von Altersunterschieden gemessen. Wir haben festgestellt, die Korrelation ist bei Punkt 60, genau was die Social Identity Theorie vorhersagen würde. Wenn Sie Teams haben, wo eben einige junge und einige ganz alte arbeiten, ist die Varianz groß, objektiv, und das führt dazu, dass das ein Thema wird. Wenn die Salienz von Altersunterschieden hoch ausgeprägt ist, kommt es zu emotionalen und kognitiven Konflikten. Und diese Konflikte haben negative Auswirkungen auf die verschiedenen abhängigen Variablen. Das heißt, ich spare mir mal die Modellgüte, Ihnen hier darzustellen, das ist statistisch alles in Ordnung, das können Sie mir glauben. Das haben wir auch schon publiziert, 2010 in der Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie. Das Modell zeigt, wie wichtig es ist, die Salienz, also die gedankliche Verfügbarkeit, dass alt und jung im Team da sind, zu beeinflussen. Sobald diese Altersunterschiede salient werden, hat das negative Effekte. Die Social Identity Theorie wurde hier wieder bestätigt. Das haben wir auch in der Befragung der deutschen Erwerbsbevölkerung finden können, für 2000 Erwerbstätige. In allen Berufen funktioniert das so. Die Korrelationen waren da etwas niedriger. Wir haben die Leute befragt und wir haben das hier gefunden, dass die Korrelation so Punkt 30 ist. Das heißt, das gilt als Gesetzmäßigkeit in allen Teams und kann für alle Kontexte übertragen werden. Ein anderes Beispiel, private Finanzdienstleistungen. Sie werden vielleicht sagen, naja, Finanzämter, Beamte und so, das ist ein ganz besonderer Schlag. Die sind ja auch nicht kündbar. Wie ist es denn in der richtigen freien Wirtschaft? Findet man das da auch? In der privaten Finanzdienstleistung haben wir eine Stichprobe gehabt, 236 Gruppen, 2330 Finanzberater. Und wir haben hier ein etwas komplexeres Modell getestet, wo wir mal schauen wollten, ob die Altersdiversität, Age Diversity, über die Diversität der Betriebszugehörigkeitsdauer, Tenure Diversity, vermittelt die Leistung beeinflusst. Weil wenn die Erfahrungshintergründe das Entscheidende sind beim Alter, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Altersdiversität mit der Diversität eben auch der Betriebszugehörigkeitsdauer und der Erfahrung, die man dort gesammelt hat, im Betrieb zusammenhängt und dass das ein Mediator ist eigentlich für diese Informationsverarbeitungsgewinne. Ja, das haben wir getestet hier und was wir gefunden haben, Sie sehen es hier. Es gab in der Tat in dieser recht anspruchsvollen Aufgabe einen positiven Effekt der Altersdiversität auf die Leistung. Und er war vollständig vermittelt über die Betriebszugehörigkeitsdauer, die Unterschiede, die wir dort festgestellt haben. Das bestärkt so ein bisschen den Informationsverarbeitungsansatz. Wir haben, das wird die Frauen im Raum hier freuen, gefunden in diesen eher männlichen Beraterteams, dass je mehr Frauen im Team waren, desto stärker war der Zusammenhang zwischen der Diversität in der Betriebszugehörigkeitsdauer und der Leistung. Frauen führen im Team offensichtlich dazu, dass da ein bisschen mehr kommuniziert wird, dass ein bisschen mehr Informationen ausgetauscht wird, so haben wir das interpretiert. Und deswegen in diesen eher männlichen Arbeitskontexten, da waren 90% Männer in diesen Beraterteams, hat es sich ausgezahlt, wenn mehr Frauen da waren, weil dann der Zusammenhang zwischen der Tenure Diversity, also der Betriebszugehörigkeitsdiversität und der Leistung größer wurde. Das stützt auch das Modell und Teile von denen, die ich hier vorgestellt habe.
In den Versorgungsämtern haben wir auch Daten gesammelt. Das ist das Beispiel Nummer 4, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Hier sehen wir, hatten wir 67 Teams und 459 Teilnehmer, mittlerer Alter so ungefähr 40 Jahre. Hier haben wir auf der Teamebene erneut die Altersdiversität gemessen, die Wertschätzung von Altersdiversität, Burnout, einige Kontrollvariablen, wie das eben so üblich ist. Und wir haben auf der Ebene der Vorgesetzten auch das innovative Verhalten gemessen in diesen Versorgungsämtern. Das waren eher so Prozessinnovationen, keine Produktinnovationen, weil die Produkte waren in der Verwaltung natürlich vorgegeben. Ja. Aber wie man Arbeit aufteilt, wie man Dinge löst, das haben wir da messbar gemacht. Und wir haben ja etwas gefunden, kompliziert, eine dreifache Wechselwirkung, die aber auch unser Modell stützt. Hier ist die abhängige Variable die Innovationsleistung, die der Vorgesetzte den Teams zugeschrieben hat. Wir haben die Vorgesetzten gefragt, dieser Teams, wie innovativ sind eigentlich deine Gruppen? Und die haben das beantwortet. Und wir haben gefunden, dass es nur eine einzige Bedingung gibt, unter denen eine höhere Altersdiversität, hier ist eine geringe Altersdiversität, hier ist eine hohe Altersdiversität, eine einzige Bedingung, wo die höhere Altersdiversität zu besseren Innovationsleistungen führt. Und das ist diese gelbe Linie hier. Und die besagt, dass sie eine hohe Wertschätzung von Altersdiversität im Team haben. Die Menschen finden es gut, dass Jung und Alt zusammenarbeiten. Und, das ist dich vielleicht auch lieber, Jürgen, da du mit dem Burnout dich ja so intensiv beschäftigt hast, wenn ein geringes Burnout in den Teams da ist. Also wenn in den Teams die Leute schon ausgebrannt sind, dann kommen sie sozusagen zu spät. Dann hat das keinen Sinn mehr, die entsprechenden Innovationsleistungen durch die Zusammenarbeit von Jung und Alt zu befördern. Aber wenn sie geringe Burnout-Werte haben und eine hohe Wertschätzung von Altersdiversität, dann haben sie die positiven Effekte von Jung und Alt im Team. Gut. Jetzt werden einige von Ihnen sagen, naja, Herr Wegge, Sie sind ja immer noch eher so in der Sachbearbeitung, Finanzverwaltung oder Sie untersuchen eben halt solche eher männlich ausgeprägten Finanzservice-Teams. Wie schaut es denn in der richtigen Produktion aus? Da durfte ich eine externe Promotion betreuen, die bei Daimler angesiedelt war. Ich hatte dann Kontakt herstellen können zu der Forschungsabteilung dort. Und wir haben dort in einem Zeitraum von einem Jahr, Sie sehen hier die Messebene, die wir hatten von Oktober 2007 bis November 2008, in 56 natürlichen Gruppen aus der PKW-Produktion mit insgesamt 623 Mitarbeitern. Sie sehen, da ist es sehr, sehr männlich erneut bei Daimler. Es gab nur 36 weibliche Personen, 6%. Das heißt, die Hälfte der Teams, die war ohne Frauen. Und in der anderen Hälfte der Teams gab es halt eine, maximal zwei Frauen. Ja, sonst waren das alles nur Männer. Haben wir messen können die folgenden Variablen. Wir haben erfasst das Alter natürlich. Wir haben die Gesundheit erfasst, das haben wir getan, indem wir die objektiven Fehlzeiten über ein Jahr aggregiert haben auf der Teamebene. Das war dort möglich, Gott sei Dank. Wir haben auch die Leistung der Teams in Form der Produktionsfehler erfasst, die in diesem Jahr entstanden sind in dieser Automobilproduktion. Und wir haben zudem, weil bei der Daimler ist es natürlich so, das war gestern auch ein schönes Beispiel, was die Aussagen von Herrn Uhli stützte, was aber auch in den Burnout-Workshop kam, man muss sich um die Ergonomie kümmern. Ne? Wenn die Ergonomie der Arbeitsplätze gut ist, dann kann man eben das menschgemachte Altern reduzieren. Wir konnten hier bei Daimler auch die Ergonomie der verschiedenen Stationen, über die die Teammitglieder rotierten, messen und konnten das auf Gruppenebene dann eben auch kontrollieren. Wir haben also, das ist das Forschungsmodell gewesen, hier in dieser Studie bei Daimler, gucken können, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Alter und Gesundheit, welche Rolle spielt die Ergonomie und welche Rolle spielt die Alterszusammensetzung. Ich bin ganz offen, erwartet hatten wir eigentlich, weil das sind Routinetätigkeiten, ja, dass nach dem Modell, was ich Ihnen gezeigt habe, gerade bei Daimler die Altersheterogenität keine positiven Effekte haben sollte. Ja. Was haben wir gefunden? Wir haben gefunden, erstens, das war zu erwarten, der Krankenstand nimmt erwartungsgemäß mit steigendem Alter zu. Das heißt, auf der individuellen Ebene, je älter ich bin, desto mehr Krankheitstage habe ich dort auch in der Automobilproduktion. Ja? Das hat uns nicht überrascht, aber das haben wir natürlich dort replizieren können. Das ist auch die Grundlage für unsere Fragestellung, wie wirkt Ergonomie und wie wirkt die Alterszusammensetzung. Dann haben wir mit Blick auf die Ergonomie festgestellt, dass eine ergonomische Entlastung diese Zunahme signifikant abschwächen kann. Und die Personen, die sagen, ja, wir sollten was in Ergonomie investieren, die werden hier bestätigt. Der Zusammenhang zwischen dem individuellen Älterwerden und den Fehlzeiten, die wir erfasst haben, der wird abgeschwächt, wenn Sie gut gestaltete Arbeitsplätze haben. Das menschgemachte Altern ist in dem Beispiel auch tatsächlich menschgemacht. Für uns schön war, dass zusätzlich zur Kontrolle der Ergonomie auch das Alter einen Effekt hatte. Wir haben bei Daimler gefunden, dass in altersgemischten Teams im Sinne einer Gleichverteilung, heißt das, nach dem Blauindex, ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz, der Blauindex geht so von Kategorien aus. Das heißt, sie bilden Alterskategorien von 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50, 50 bis 60. In den Teams bei Daimler, wo in jeder dieser Kategorien ungefähr gleich viele Personen waren, ja, das wäre also eine Altersdiversitätsverteilung, wie der Blauindex das misst, da waren weniger Fehlzeiten.
In den Teams, wo einzelne Kategorien nicht besetzt waren oder nur ganz schwach besetzt waren, gingen die Fehlzeiten hoch. Hier haben wir also gefunden, dass die altersgemischten Teams im Sinne einer Gleichverteilung tatsächlich zu einem geringen Krankenstand führen, bei Kontrolle der Ergonomie. Daimler war überrascht, das hatten die noch nie so ausgewertet und wir haben jetzt erkannt, dass das wirklich sinnvoll ist. An der Stelle will ich sagen, wir haben auch mit Blick auf die Leistung geschaut und hier war das Geschlecht der wichtigste Prädiktor. Das wird die Damen im Raum jetzt wieder sehr freuen, denke ich. Ich hatte ja gerade erwähnt, es gab da die Hälfte von Teams, wo nur Männer gearbeitet haben und in der anderen Hälfte der Teams waren dann ein oder zwei Frauen. Wir haben gefunden, dass in diesen Teams bei Daimler über ein Jahr hinweg 22.740 Produktionsfehler aufgetaucht waren. Erzählen Sie es nicht weiter. Achso, ich werde gefilmt, oh Gott. Das hätte ich wieder vorher denken. Also es war also diese Zahl, die jetzt immer vergessen wird. Und was wir gefunden haben, ist, dass in den Teams, wo eine Frau gearbeitet hat, was glauben Sie, mehr oder weniger Fehler? 27% weniger Produktionsfehler. Also das hat Daimler sehr überrascht. Als wir das dann vorgestellt haben, haben die meisten gesagt, das haben wir immer schon gewusst. Ne? Da, wo also eine Frau im Team ist, da ticken die Teams irgendwie anders. Die Männer reden anders miteinander und das Klima ist anders. Ne? Also manchmal ist vielleicht, das will ich an der Stelle nur sagen, die Geschlechtsdiversität viel wichtiger als die Altersdiversität. Das kann man nicht ausschließen. Ne? Das ist auch ein Problem der Zusammensetzung von Teams. Sie haben ja nicht nur das Alter, Sie haben auch das Geschlecht, Sie haben die Nationalität, Sie haben Stammbelegschaft, Leiharbeiter und so weiter. Es gibt da viele Dimensionen, die man im Auge haben sollte. Aber, und das ist im Sinne unseres Modells durchaus ein Beleg dafür, weil, ich habe ja gerade gesagt, eigentlich haben wir erwartet, das funktioniert nicht so gut, aber letztlich ist diese Gleichverteilung nach dem Blauindex, wo in jeder Kategorie des Alters jemand drin ist, ist ein sehr gutes Maß dafür, wie hoch die Salienz ausgeprägt ist. Die Salienz, also die gedankliche Auffälligkeit von Altersunterschieden, ist ja davon abhängig, ob Sie das eher so als zwei Knubbel, als in der Verteilung links und rechts am Ende haben, oder ob das alles gleich verteilt ist. Wenn ein Merkmal recht gleich verteilt ist, dann wird das auch gedanklich nicht so auffällig. Man kategorisiert sich nicht so schnell nach dem Alter. Von daher, wir durften das da leider nicht messen, das hat der Betriebsrat leider verhindert. Salienz konnte man nicht erfassen, aber wir gehen davon aus, dass das die Erklärung dafür ist und dass das auch das Modell stützt. Die Gleichverteilung in diesen Altersteams, und das ist eine Empfehlung, die ich Ihnen wirklich mitgeben möchte, ich glaube da fest dran, das haben wir immer wieder gefunden, mit verschiedenen Indikatoren, wenn Sie halt eine Gleichverteilung im Alter haben im Team, dann verhindern Sie damit, dass Altersunterschiede salient werden. Und das ist nach der Social Identity Theorie einer der Hauptursachen dafür, dass dann die Konflikte losgehen und dass Stereotype aktiviert werden. Gut, also eigentlich ist das durchaus eine Bestätigung unseres Modells und von daher möchte ich jetzt zum letzten Teil kommen. Da habe ich dann noch gut 13 Minuten, das passt wunderbar, und etwas zu einigen Handlungsempfehlungen Ihnen darstellen. Was kann man nun tun? Also wie gesagt, wir haben noch mehr gemacht. Wir haben vor allen Dingen auch, und das habe ich hier reingepackt, einige weitere Arbeiten gemacht, indem wir halt die Dinge nochmal weiter untersucht haben. Ich hatte schon erwähnt, wir haben eben auch die Generalisierbarkeit der zentralen Wirkzusammenhänge in einer größeren Studie mit insgesamt 2000 Erwerbstätigen im Jahr 2009 untersucht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich möchte lieber zu den praktischen Dingen kommen. Wir haben ein Training entwickelt. Wir haben gesagt, okay, wenn unser Modell denn psychologisch betrachtet die wichtigsten Faktoren eigentlich benennt, nämlich die Salienz von Altersunterschieden, die Wertschätzung von Altersunterschieden, auch Aufgabenmerkmale, die natürlich mehr oder weniger veränderbar sind, dann sollten wir das doch eigentlich auch den Führungskräften beibringen können, wie man das machen kann. Wir haben in der Finanzverwaltung halt dann ein Training entwickelt. Sie sehen hier, wie das im Wesentlichen entstanden ist. Wir haben einen Entwicklungsworkshop gemacht, weil diese Trainings müssen natürlich angepasst sein an den Kontext, in dem man arbeitet. Wir haben also dort mit Finanzbeamten dann erstmal entwickelt in einem Pilotworkshop, was bedeutet es denn überhaupt, dass man halt Salienz von Altersunterschieden dort wahrnimmt, was bedeutet Wertschätzung. Wir haben dann so ein Trainingsdesign gemacht, das wir, nachdem das Training entwickelt worden war, 2 Tage, jeweils 7 Stunden trainiert haben. Das Training ist modular aufgebaut entlang unseres Modells. Ich zeige Ihnen gleich noch die Modulstruktur. Und wir haben dann dieses Training mit je 5, 6 Vorgesetzten dort durchgeführt in der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Die Idee war natürlich, das ist der Inhalt des Trainings, wir wollen halt sensibilisieren für die Diversität, also die Altersdiversität in den Teams und Handlungsstrategien ganz individuell mit den Vorgesetzten auch ableiten und diskutieren, was kann ich denn tun, um die Salienz zu verringern, um die Wertschätzung zu erhöhen und so weiter. Ja, der Trainingsaufbau sieht so aus, wir haben 2 Module, wie gesagt,
Im ersten Modul steht die Altersdiversität als Ressource erkennen im Vordergrund. Leider hat die Forschung häufig gezeigt, dass auch Vorgesetzte Vorurteile gegenüber Älteren haben. Deswegen haben wir ganz bewusst uns entschieden, dass wir in diesem Training auch so ein Modul mit reinpacken, wo wir einige Vorurteile gegenüber Älteren angesprochen haben und auch den Vorgesetzten nochmal klar gemacht haben, dass es eben halt häufig menschgemacht ist, dass Ältere keine Lust mehr haben, sich weiterzubilden oder eben als innovationsfeindlich gelten und dass es nicht zutrifft, dass die Älteren immer unbedingt die schlechteren Leistungen erbringen oder weniger kreativ sind. Solche Dinge haben wir dort an den Mittelpunkt gestellt und haben halt dann diese zentralen Konstrukte aus dem ADIGO-Modell denen auch beigebracht. Im zweiten Modul haben wir dann versucht, das praktisch umzusetzen. Wie kann man Altersdiversität als Ressource nutzen? Mit welchen Strategien kann man das denn halt hinbekommen? Und haben mit denen dann halt in verschiedensten Methoden, Sie sehen es hier mit Wissensvermittlung, aber auch mit Fallstudien, Gruppendiskussionen, das Ganze bearbeitet und haben auch den Begriff der altersgerechten Führung dort eingebaut und klargemacht, dass die Vorgesetzten schon gefordert sind, jung und alt auch anders zu behandeln. Dann haben wir Transfer-Workshop gemacht. Sie sehen hier nochmal ein Beispiel eines Trainingsbausteins. Ich denke, die meisten von Ihnen werden da schon Erfahrung haben aus dem Personalbereich. Wir haben also damit Metaplan gearbeitet. Hier geht es um das Beispiel, wie wirkt Wertschätzung von Altersdiversität. Wir haben hier so einen positiven Wirkungskreis mit denen erarbeitet, dann wissenschaftliche Nachweise auch gebracht, Fazit gezogen, haben dann, wie kann man denn Wertschätzung kommunizieren, ja, das halt mit denen erarbeitet. Also so war der Aufbau dieses Trainings. Und ich denke, das Training ist ganz gut, es ist noch nicht perfekt, weil wir hatten natürlich auch in den Finanzverwaltungen nicht ewig Zeit und wir konnten halt nur die Vorgesetzten direkt trainieren und nicht mehr machen. Ja. Wir haben, das ist das Design unserer Evaluationsstudie, eine Vormessung gemacht im Mai, Juni 2010, das Training dann durchgeführt, eine Nachmessung 4 Monate später, diese Booster-Session nach einem Jahr und wir sind gerade hier, also da sammeln wir jetzt gerade die Daten auf, die haben wir leider noch nicht ausgewertet. Meine Doktorandin, die Frau Jungmann, die wird das in 2 Monaten soweit haben, deswegen kann ich bisher nur über diese Daten hier sprechen. Was haben wir gefunden mit diesem Training? Wir haben, das sehen Sie nochmal in Zahlen hier, bevor ich Ihnen die Ergebnisse zeige, folgende Teams dort trainiert. Wir hatten 23 Gruppen als Teilnehmer, also die Vorgesetzten, die die Trainingsgruppe ausmachen. Und wir hatten eine Kontrollgruppe von 24 Gruppen, die halt eben später dann im Sinne eines Wartekontrollgruppendesigns dann trainiert worden sind, aber erst einmal zu dem ersten Messerpunkt halt Kontrollgruppe waren, wo so nichts passiert ist. Ja? Sie sehen nochmal den Frauenanteil, der ist in der Finanzverwaltung hoch, das Alter der einzelnen Personen und die Gruppengrößen. Hier sehen Sie einen Effekt mit Blick auf die Altersvorurteile nach Hessel und Perry. Wir haben also die Vorurteile gemessen und dort stellen Sie fest, dass in der Trainingsgruppe, das sind diese blauen hier jeweils, dass die runtergehen. In der Kontrollgruppe gehen die hoch. Die Interaktion ist auch signifikant. Wir können also sagen, 4 Monate nach dem Training haben die Vorgesetzten weniger Vorurteile gegenüber den Eltern. Das haben wir geschafft. Ja, das ist runtergegangen. Wir haben hier die emotionalen Konflikte im Team, die haben wir auch erfasst. Und Sie können dort sehen, dass die Vorgesetzten, das ist ein Vorgesetztenurteil, sagen nach 4 Monaten, also nachdem ich dieses Training gemacht habe, die Konflikte im Team sind runtergegangen, die emotionalen. Auch das, was wir eigentlich erreichen wollen, weil wir haben die Altersdiversität natürlich nicht verändern können aufgrund dieses Trainings. In der Kontrollgruppe ist das leicht nach oben gegangen. Hoppala, jetzt habe ich den falschen Knopf hier erwischt. So. Ein weiterer Beleg für die Wirksamkeit des Trainings ist Burnout. Wir haben die emotionale Erschöpfung als ein Element von Burnout erfasst. Und Sie sehen hier, das ist eine nicht signifikante, aber doch in der Tendenz richtige Entwicklung. In der Trainingsgruppe geht es runter, in der Kontrollgruppe bleibt es gleich. Wir gehen davon aus, dass es mehr Zeit braucht, bis also die emotionale Erschöpfung bei den Mitarbeitern sich verändert. Das kann man eigentlich nach 4 Monaten nicht erwarten. Wir hoffen jetzt auf die Nachmessung, dass wir das da zeigen können, dass es dann signifikant wird, dass nach einem Jahr sich wirklich da was umgesetzt hat. Aber die Zeichen sind auch so, dass das positiv ist. Ja, die Innovationsfähigkeit, und viele haben ja auch Angst in den Unternehmen, gerade in den wissensintensiven Dienstleistungsbereichen, wenn es um neue Produkte geht, um neue Dienstleistungen, die man erfinden muss, immer optimieren muss, dass die altersgemischten Teams und auch das Älterwerden auch die Innovationsfähigkeit hemmt. Hier haben wir durch den Vorgesetzten die Innovationsfähigkeit, Innovationsleistung im Team erfasst und Sie sehen, das Training hat erneut einen positiven Effekt. Das ist in der Tendenz signifikant mit Punkt 0,7. Das heißt, in den Teams, wo halt die Vorgesetzten trainiert wurden, werden hinterher die Innovationsleistungen stärker, besser eingeschätzt. Wir gehen also davon aus, dass das positiv ist und ich möchte Ihnen gerne, das habe ich ja einleitend gesagt, noch zum Abschluss ein zweites Instrument mit an die Hand geben. Also dieses Training werden wir jetzt, das will ich noch an der Stelle sagen, bei VW weiterentwickeln. Wir haben ein neues Forschungsprojekt bekommen und VW ist sehr interessiert daran, dass wir halt dieses Training an den Produktionsbereich anpassen.
Deswegen werden wir dort ein neues Modul ergänzen. Das sind die aktuellen Absprachen, die wir haben, wo es um Ergonomie geht und altersgerechte Pausengestaltung, was gerade im Bereich der Fließfertigung ein ganz wichtiges Element ist, im Sinne der Erholungsprozesse, die relevant sind, die auch altersdifferenziert gestaltet werden. Die würden sehr gerne im Bereich ihrer Produktion halt dieses Training nutzen, weil die auch erkannt haben, dass es absolut wichtig ist, etwas auch auf Seite der Führungskräfte natürlich für die altersgemischten Teams dort halt umzusetzen. Gut, das altersgerechte Führen möchte ich Ihnen gerne zum Abschluss vorstellen. Ich hatte einleitend erwähnt, wir haben eine neue Skala entwickelt. Das ist auch kein Geheimnis, sondern ein Wissenschaftler gibt das gerne an die Anwender weg. Und Sie können gerne mich auch ansprechen hinterher, wenn Sie die Items haben wollen. Das Messinstrument ist 16 Items, die wir entwickelt haben. Dazu haben wir jetzt Daten gesammelt, weil wir gesagt haben, naja, es ist schön, so ein Training zu haben, aber eigentlich braucht man doch auch ein Feedback, ein kontinuierliches Feedback. Wie gut ist denn die altersgerechte Führung in meinem Team? Was bedeutet es überhaupt konkret, dass ich jetzt altersgerecht halt führen soll? Wir haben mit Blick auf die entsprechenden Aspekte, die dort in der Literatur zu finden sind und das, was wir auch in dem Aldigo-Projekt, über das ich jetzt länger gesprochen habe, entwickelt haben, halt ein Training entwickelt. Das bezeichnet eben ein umfassendes, auf den gesamten Kontext, den gesamten Alterungsprozess der Mitarbeiter bezogenes Konzept. Wir gehen davon aus, dass die Stärken und Schwächen aller beschäftigten Gruppen berücksichtigt werden müssen. Sie dürfen also nicht nur auf die Älteren schauen, das wäre schon Diskriminierung eigentlich auch der Älteren, sondern Sie müssen, wenn Sie altersgerecht führen, immer die Jungen und die Alten gleichzeitig im Auge haben. Und wir haben messbar gemacht, das war das Anliegen dieser Studien, die wir jetzt gerade zum Schluss dieses Projektes gemacht haben, dass wir halt altersgerechtes Führen so erfassen können, dass damit als Ziel eigentlich Aufbau und Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Jungen und der Älteren mit gefördert wird. Wie geht das? Wir haben ein Instrument, was jetzt, wie gesagt, das ist noch eine etwas ältere Folie, nicht in Vorbereitung, sondern schon in Revision, beziehungsweise bald in Druck ist. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, der insgesamt 16 Dinge misst und der in drei Teile gegliedert ist. Der erste Teil, das sind allgemeine Prinzipien der Führung in altersgemischten Teams, wo wir sagen, ja, das muss ein Vorgesetzter für Jung und Alt machen. Das ist ganz wichtig, dass er Jung und Alt gleich behandelt. Und wir haben einen Teil von Items, der klar macht, dass die Vorgesetzten gegenüber den Älteren bestimmte Verhaltensweisen häufiger zeigen müssen, anders zeigen müssen als gegenüber den Jüngeren. Und wir haben einige Items, die auch die Jüngeren im Fokus haben, wo wir dann versuchen zu messen, was bedeutet es denn halt, wenn ich Jüngere im Team habe, was motiviert die, was ist da vielleicht das Kritische, was der Vorgesetzte beachten sollte. Unseres Erachtens gibt es noch keinen Fragebogen, der das so differenziert. Und ich glaube, die Befunde, die ich Ihnen jetzt abschließend zeigen werde zu diesem Instrument, zeigen auch, dass das tatsächlich eine gute Idee ist. Ja? Hier sehen Sie die allgemeinen Prinzipien der Führung in altersgemischten Teams. Und das ist eine Mini-Zusammenfassung von diesem Adigo-Modell, was ich Ihnen ja schon präsentiert habe. Sie sehen, es geht um das Fördern eines positiven Miteinanders älterer und jüngerer Mitarbeiter. Das ist eine wichtige Aufgabe. Die Beteiligung aller Altersklassen an Entscheidungen. Das ist häufig auch so, dass die Jüngeren hier ausgegrenzt werden. Das ist eine Missachtung eigentlich der Fairness, das wäre ein wichtiger Aspekt. Aber eben auch eine faire Behandlung aller Altersklassen, die Beteiligung aller Altersklassen an der Weiterbildungsangeboten. Solche Dinge sind allgemeine Prinzipien, die für ein altersgerechtes Führen von Jung und Alt relevant sind. Neuer für Sie ist vielleicht der Teil 2 und der Teil 3. Im Teil 2 geht es ja um die verstärkte Verhaltensweise gegenüber älteren Mitarbeitern. Hier haben wir im Wesentlichen die folgenden 5 Prinzipien messbar gemacht und aufgestellt. Sie müssen, gerade bei den Älteren, das ist ein Ergebnis der gesamten gerontopsychologischen Forschung, die Varianz wird mit dem Alter immer größer, was jemand noch kann und was er nicht mehr kann, müssen Sie auf jeden Fall als Vorgesetzter eine individuelle Stärken- und Schwächenanalyse machen. Sie müssen auf die Person zugehen und das mit dieser Person klären. Ja? Das ist bei den Älteren ein Muss, definitiv. Ja? Deswegen ist das ein Element von altersgerechter Führung, wenn man das tut. Sie müssen, das hat was mit den Veränderungen der Motive und der Motivationslagen über die Lebensspanne zu tun, was wir auch integriert haben, davon ausgehen, dass Ältere einen größeren Wunsch nach Autonomie haben als Jüngere. Das heißt, altersgerechte Führung heißt auch, gerade die Autonomie, die Hand- und Spielräume bei den Älteren stärker zu fördern und zu berücksichtigen. Ja? Sie haben auch im Sinne der altersgerechten Führung bei den Älteren die Aufgabe, die Weitergabe von Berufserfahrung anzulegen. Wir wissen, und ich bin gerade in dem Alter, wo das aufgrund der psychologischen Theorien, die wir dazu haben, der Befunde weltweit der Fall ist, wenn Sie so auf die 50 zugehen, dann steigt Ihr Generativitätsmotiv. Sie wollen jetzt nicht noch mehr Kinder haben, ne? Die Erklärung für Generativitätsmotiv, Sie wollen Ihr Wissen weitergeben. Ja? Sie haben viel gelernt, Sie haben Erfahrung gesammelt und das ist etwas, was man weltweit feststellen kann, wenn Sie halt älter werden, ist das ein Motiv, was wächst, dass Sie Ihr Wissen, Ihre gewonnenen Erfahrungen weitergeben wollen. Das heißt, Ältere sind sehr einfach damit zu motivieren, wenn man ihnen solche Angebote macht.
Und das sollte man tun. Es ist eine Aufgabe, auch altersgerechter Führung, nach Möglichkeiten zu suchen, wie das funktioniert. Ja, dann bei anstehenden Veränderungen die Älteren frühzeitig einbeziehen. Die fühlen sich häufig diskriminiert, weil sie sich übergangen fühlen. Das ist etwas, was auch unsere deutsche Befragung gezeigt hat in der Erwerbsbevölkerung. Und gerade die Älteren fühlen sich auch häufig nicht mehr so wertgeschätzt im Blick auf ihre Leistung. Ja? Das hat mit den vielen Vorurteilen zu tun, die leider auch Vorgesetzte haben. Das wäre sehr wichtig. Bei den Jüngeren haben wir vier Punkte, die wir als ganz wichtig erachten, die als Positivbeispiel für altersgerechte Führung gelten können. Das sind diese vier Bereiche. Die Jungen beklagen sich in allen Studien darüber, dass sie zu wenig Rückmeldung bekommen. Die wollen sich noch vielleicht viel mehr weiterentwickeln. Die haben noch nicht so das Gespür, was sie gut machen und was sie weniger gut machen. Ja? Das heißt, altersgerechtes Führen heißt an der Stelle, gerade bei den Jüngeren, intensiver Rückmeldung geben, auch im Sinne der Karrieremöglichkeiten und der Chancen, die es da gibt. Dann fühlen sich Jüngere häufig diskriminiert, weil sie halt nicht die spannenden Aufgaben bekommen, ja, weil sie eher einfachere Tätigkeiten haben. Altersgerechtes Führen heißt auch rechtzeitig bei den Jüngeren darauf zu achten, dass sie abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben bekommen. Das erhält eben auch, wie Herr Ulich gestern dargestellt hat, sehr schön gute Arbeitsgestaltung im Sinne von Anforderungsvielfalt etc., die Arbeitsfähigkeit und ist eine Investition auch in die Zukunft. Dann die berufliche Weiterentwicklung, das ist etwas, was die Älteren nicht mehr so interessiert. Die haben es ja, wenn man so will, auch schon geschafft vielleicht. Ja. Die Jüngeren, für die ist das ein zentrales Thema. Altersgerechtes Führen heißt auch immer wieder dann die Perspektiven, gerade bei den Jüngeren, anzusprechen und das halt entsprechend zu managen. Ja, und das Bieten benötigter Unterstützung, gerade die Jüngeren fühlen sich häufig von den Vorgesetzten da auch im Stich gelassen, haben unsere Studien gezeigt. Ja, dieser Fragebogen steht zur Verfügung, 16 Items. Wir haben das mal in einem Pflegekontext, habe ich ja gestern Abend schon kurz darüber berichtet, mal einsetzen können. 180 Pflegekräfte aus insgesamt 16 stationären Arbeitspflegeeinrichtungen in Sachsen. Sie sehen hier die Angaben zum Alter und Geschlecht, da brauche ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Die Skala, die wir dort erfasst haben, Sie sehen die Items, hier dürfen wir nur 15 einsetzen, von daher muss man eins rausnehmen. Die internen Konsistenzen, die Reliabilitäten, die Messeigenschaften dieses Instruments sind gut. Wir finden also tatsächlich gute Skalen mit Blick auf diese drei Konstrukte. Wir können den konfirmatorischen Faktoren natürlich auch zeigen, dass sich das trennen lässt. Das ist das beste Modell. Und mit Blick auf die Variablen, die wir dort erfasst haben, sehen Sie hier nochmal einige Aspekte. Wir haben die Kündigungsabsicht, was natürlich ein ganz wichtiger Indikator, gerade im Pflegebereich ist, erfasst. Die psychische Gesundheit, auch wieder Burnout erfasst. Hier sogar mit dem gesamten Instrument. Emotionale Konflikte im Team, Wertschätzung von Altersunterschieden etc. gefunden haben wir und das hat also die Pflegeeinrichtung auch interessiert und die arbeiten jetzt auch damit weiter, dass die altersgerechte Führung in der Pflege mit Blick auf die allgemeinen Prinzipien sehr positive Effekte hat. Schauen Sie sich das an, die Wertschätzung von Altersunterschieden geht hoch, wenn Sie altersgerecht führen. Unser ADIGO-Modell sagt, ja, das ist eine wichtige Bedingung dafür, dass Alte und Junge zusammenarbeiten können, positiv. Wir sehen, dass die emotionalen Konflikte runtergehen, minus 36. In den Teams, wo altersgerecht geführt wird, gibt es weniger emotionale Konflikte. Das, was eben halt das sehr destruktive Salz in der Suppe ist, wenn man nun alles zusammenarbeiten lässt. Sie sehen, die Arbeitszufriedenheit geht hoch, die Resignation geht runter, die Kündigungsabsichten sind signifikant negativ korreliert mit der altersgerechten Führung. Die Leute wollen also dann auch gerne in dem Job bleiben. Die psychische Gesundheit ist positiv korreliert. Alle Komponenten des Burnouts sind signifikant korreliert mit der altersgerechten Führung. Deswegen glauben wir, dass das insgesamt sehr gut funktioniert. Die besonderen Führungsprozesse für die Älteren und für die Jüngeren, bei den Jüngeren fällt Ihnen auf, das ist nicht so signifikant. Das liegt daran, dass wir hier nur Ältere untersuchen durften, über 45-Jährige. Und da kann man natürlich sagen, das ist eine methodische Einschränkung dieser Studie. Da ging es halt um die Förderung der Gesundheit von älteren Pflegekräften, deswegen durften Jüngere gar nicht mitmachen. Und von daher sammeln wir jetzt gerade andere Daten auch in der Produktion, wo wir halt zeigen werden, dass also diese Prinzipien für die Jüngeren auch dort gut funktionieren. Hier haben wir halt nur die Älteren dabei. Hier ist das Gesamtkonstrukt altersgerechte Führung, also wenn man aus diesen drei Subskalen dann halt den Gesamtscore berechnet und Sie sehen, das funktioniert wunderbar, so wie der Forscher sich das gewünscht hat. Deswegen, und hier komme ich jetzt zum Schluss meines Vortrages und habe 2 Minuten überzogen. Herr Mannhardt hat gesagt, 5 ist okay, von daher bin ich ja noch in der Zeit. Wir sagen natürlich, dass das, was ich Ihnen vorgestellt habe, nicht alles ist. Ja? Ich möchte auch nicht, das wissen Sie ja, weil ich gestern zu geteilter Führung einiges gesagt habe, nur die Führungskräfte hier in die Pflicht nehmen.
Ich denke, wir müssen natürlich viele andere Maßnahmen angehen. Und das beginnt damit, dass man eine betriebliche demografische Analyse macht, dass man erst einmal die Situation vor Ort genau erkennt, dass man die Weiterbildungsmaßnahmen anpasst, dass man eine lernförderliche Arbeitsgestaltung und arbeitsnahe Qualifizierung hat, wie Herr Udich uns gestern vermittelt hat, dass wir eine individuelle Entwicklungsplanung und durchaus auch Mentoring haben und eine Reduktion alterskritischer Anforderungen und altersgerechter Arbeitsplatzwechsel. All das kann man machen, sollte man auch machen. Aber zudem, und das zeigen unsere Befunde aus dem Aligo-Projekt, was mich jetzt 6 Jahre beschäftigt hat, ist es auch Aufgabe der Führungskraft, mit den Trainings, die ich Ihnen vorgestellt habe, mit den Instrumenten, altersgerecht zu führen und halt die Prinzipien einer guten Teamzusammensetzung mit Blick auf das Alter eines guten Management voranzubringen. Das vorläufige Fazit ist also, jung und alt bei der Arbeit, Sinn und Unsinn von altersgemischter Teamarbeit. Ich würde sagen, wenn Sie nichts tun, lassen Sie es, das ist Unsinn. Wenn Sie es geschickt machen wollen, also wenn Sie halt das Ganze so betreuen und begleiten, wie das durchaus möglich ist, auch psychologisch unterstützen möglich ist, ist altersgemischte Teamarbeit in bestimmten Bedingungen und bei gutem Management absolut sinnvoll. Und die Grundprinzipien, das ist meine letzte Folie, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, sehen Sie hier nochmal zusammengefasst. Das Miteinander der Generationen bei der Arbeit funktioniert dann am besten, wenn Sie diese 5 Säulen so ein bisschen im Kopf haben, nämlich erstens, die Salienz der Altersunterschiede müssen verringert werden. Sie müssen dafür sorgen, dass das kein Thema wird, jung und alt im Team, gedanklich kein Thema wird und in der Kommunikation kein Thema wird. Sie müssen dafür sorgen, dass die Altersdiskriminierung, dass die Vorurteile reduziert werden. Da leiden jung und alt, leider die Älteren mehr als die Jüngeren, permanent drunter. Sie müssen die Wertschätzung von Altersunterschieden erhöhen. Das ist durchaus auch mit Trainings machbar. Kollegen haben das schon umgesetzt auch. Der Herr Elbert, der in Trier ist, hat ein Training entwickelt, wo er zeigen konnte, dass man solche Einstellungen relativ einfach verändern kann. Und Sie müssen eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung haben, was der Herr Ulich Ihnen gestern sehr umfassend dargestellt hat. Und das ist vielleicht auch das mit das Neue noch eine das Alter wertschätzende Führung. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Der Herr, der gesagt hat, ich hätte aufhören sollen, ist geblieben. Von daher, ich hoffe, es war für Sie erträglich. Sie haben mich ja angespornt, vielleicht das noch ein bisschen lebendiger zu machen. Ich denke aber, es war ganz gut, dass ich noch ein bisschen weiter erzählen konnte, warum ich davon überzeugt bin, dass das Modell gut ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Vielen, vielen Dank. Ganz besonderen Dank, weil er wirklich alles dagegen gesprochen hat, dass Sie herkommen, von der insolventen Fluglinie bis zum Fieber gestern. Drum ein ganz besonderes Dankeschön, dass Sie es doch geschafft haben. Und ich habe auch noch den Zubierer für Sie, den ich Ihnen gestern Abend vorenthalten habe. Ja, aber eine Flasche reicht auch, insbesondere wenn man Fieber hat und krank ist. Na, vielen herzlichen Dank. Den werde ich genießen und an Sie denken, wenn ich ihn trinke. Dankeschön. Danke.